Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Wort aus dem Lukasevangelium begrüßen sich Christinnen und Christen auch heute noch am Ostermorgen. Stimmen auch Sie mit ein in diesen Jubelruf. Denn selbst wenn Sie, liebe Online-Gemeinde, das Osterfest in diesem Jahr nicht in einem Gottesdienst feiern können, die frohe Osterbotschaft bleibt. Vielleicht klingt sie sogar heller, lauter und fröhlicher als je zuvor und stimmt uns in diesen Zeiten mutig und zuversichtlich. Sie sagt, sei nicht länger traurig, denn Jesus hat den Tod überwunden. Und das hat auch Auswirkungen auf dein Leben. Du bist gemeint. Lassen Sie uns der Freude darüber Ausdruck geben. Auch wenn Sie zu Hause feiern, so sind Sie nicht allein. Hört die frohe Botschaft von Ostern, wie sie Markus in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabestür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Liebe Online-Gemeinde, wie können wir in dieser Zeit Ostern feiern? So hörte ich vor kurzem jemanden fragen. Angesichts des Elends in der Welt, angesichts der Corona-Pandemie und ihrer Folgen, angesichts von schweren Krankheiten im eigenen Umfeld oder zerbrechenden Beziehungen. Wie können wir fröhlich sein?
angesichts der Kriege und Hungersnöte in Afrika, des Terrorismus mit seinen täglichen Opfern, dem durch Naturkatastrophen verursachten Leid. Wer nicht abgestumpft ist, wird solche Frage verstehen. Es fällt uns schwer, angesichts der zugespitzten Schrecklichkeiten dieser Welt wahrzunehmen, dass Ostern ist. Es fällt uns vielleicht auch schwer anzunehmen, dass Ostern ist. Wie passt das alles zusammen? Wie in der Resignation Hoffnung wecken? Im Jesaja-Buch steht folgende Zusage: Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das sind wunderbare Worte. Sie ermutigen, Gott zu vertrauen, auch wenn alles dagegen spricht. Selbst dann zu vertrauen, wenn Berge weichen und Hügel hinfallen. Gottes Gnade ist größer als Berge und Hügel, größer auch als das Elend und das Leid unserer Tage. Wunderbare Worte. Aber kann ich ihnen auch glauben? Worauf kann ich hoffen, wenn selbst Jesus gelitten hat und gestorben ist? Ist der Tod nicht doch stärker als das Leben? Die Schmerzen größer als die Freude? Sind unsere Geschichten gegen den Tod nicht vielleicht doch nur traumhaft schön, aber eben doch auch Träume? Ich brauche Handfestes, um hoffen zu können, um vertrauen zu können, um Ja zu sagen zum Leben mit all seinen dunklen und schweren Momenten. Ostern mutet uns viel zu. Ostern mutet uns zunächst zu, dorthin zu gehen, wo Trauer herrscht, wo der Tod ist. Das war schon vor 2000 Jahren so. Am Grab begegnet der Auferstandene den Frauen. Tod und Leid auszublenden, versperrt den Blick auf die Auferstehung. Ostern mutet uns den Blick auf das Kreuz zu. Es wird nicht Ostern ohne Karfreitag. Wir müssen bereit sein, unser Kreuz zu tragen. Ostern mutet uns zu, das scheinbar Unmögliche zu glauben. Die ersten Zeuginnen und Zeugen der Auferstehung reagieren mit Fassungslosigkeit und Schrecken. Tote sind tot. Davon waren sie überzeugt. Da geht nichts mehr. Doch es geht noch was. Wenn ich bereit bin zu glauben, dass Gott immer mehr ist als mein Verstehen, dass er weiter ist als mein Horizont. Die Größe Gottes ist unermesslich und unfassbar. Ostern mutet uns zu, das zu akzeptieren. Was Ostern uns zumutet, traut Gott uns zu. Er traut uns zu, den Weg zu wagen zu den Sterbenden und Trauernden, das Leid nicht zu ignorieren. Er traut uns zu, unser Kreuz zu tragen, nicht den leichten Weg zu nehmen, sondern seinem Sohn zu folgen. Er traut uns zu, die Mauern unseres Alltags zu durchbrechen, von der Feindschaft zur Versöhnung, von der Rechthaberei zur Vergebung, vom Egoismus zum Teilen, von der Gleichgültigkeit zur Liebe, von der Bequemlichkeit zum Engagement. Er traut uns den großen Durchbruch zu, gegen allen Augenschein an ihn, seine Liebe
und lebensschaffende Kraft zu glauben. Sie erinnern sich noch an die Frage am Anfang: Wie können wir in dieser Zeit Ostern feiern? Vielleicht darf ich mit der Gegenfrage antworten: Was bedeutet die Auferstehung Jesu für Ihr Leben, für mein Leben? Ist sie nur ein historisches Ereignis vor fast 2000 Jahren, dessen wir einmal im Jahr freudig gedenken? Oder ein Ereignis, das das Leben begleitet und prägt? Ein Philosoph hat einmal geschrieben: An einen Gott glauben heißt, die Frage nach dem Sinn des Lebens verstehen. An einen Gott glauben heißt sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht getan ist. An einen Gott glauben heißt sehen, dass das Leben einen Sinn hat. Dass das Leben einen Sinn hat, diese Worte weisen für mich in die entscheidende Richtung. Dass Ostern die Antwort auf alle Fragen ist. Und deshalb können, ja müssen wir Auferstehung feiern. Amen.